dann hat man meistens Bild von einer rauchen, harten Sportart mit breitschultrigen Männern vor dem geistigen Auge. Das Bild, das entspricht einem eher alten Klischee, das beweisen seit vielen Jahren Frauen, die erfolgreiches und attraktives Eishockey spielen. Unter denen gibt es jetzt auch eine junge Frau, die in der ersten Liga bei den Männern ihre Frau. EHC Saastal kurz vor einem Auswärtsspiel. Und mittendrin Sophie Antermatten, 18-jährig Stammtorhüterin. Sophie Antermatten ist die erste Frau in der Schweiz, die in der ersten Liga der Männer regelmäßig zum Einsatz kommt. Für mich selber ist einfach die Leidenschaft mit den Herren, ich bin das gewohnt und so. Und ich könnte mir das gar nicht anders vorstellen. Der Einsatz einer Frau bei den Männern ist erlaubt, solange sie im Tor steht. Als Feldspielerin wäre ein Einsatz untersagt. Die körperlichen Unterschiede wären zu groß. Dieses Reglement hat der Präsident vom EHC Saastal ausgenutzt und Antermatten diese Saison zur Stammtorhüterin gemacht. Ich glaube, bis jetzt müssen wir sagen, hat sie zwei, dreimal, wo es vielleicht gerade ein kleines Tief gehabt, aber sonst hat sie am Anfang sehr gut gespielt, hat jetzt wieder sehr gut gespielt. Und bis jetzt ist ja das, kann man sagen, sehr gut gegangen. Die Gemeindeverwaltung in Saas-Fee. Hier macht Sophie Antermatten Industrie ein komplett anderer Mensch. Ruhig und überlegt erledigt sie ihre Arbeit. Wenn ich von mir spiele, dann bin ich einfach ganz anders. Dann ich mich quasi was spielen auch wie ein Mann, es ist mir gleich, was die anderen denken. Und wenn ich so in der Freizeit bin, ich, dann würde ich mich gerne normal anlegen wie eine Frau. Und ja, einfach zwei Seiten. Viermal in der Woche ist für Antermatten nach Feierabend Training angesagt. In der Garderobe vom EHC Saastal trifft sie ihre Teamkollegen. Eine eigene Kabine hat sie nicht. Sophie zieht sich im gleichen Raum um. Fürs Duschen hat man sich arrangiert. Sie wartet, bis wir fertig duschen haben und dann geht sie gut duschen. Wir warten dem gar, bis sie auch so weit ist. Die Männer sind es sich unterdessen gewohnt, eine Frau im Tor zu haben. Das bringt schließlich auch Vorteile mit sich. Man hört sie besser. Irgendwie, wenn da auf einmal eine Frauenstimme kommt, ja, man ist sich das nicht gewöhnt und dann hört man wahrscheinlich noch hinterher, als wenn eine Männerstimme kommt. Das Einzige, was man vielleicht anders macht, ist, wenn ein Spieler so attackiert, dass man noch härter gegen vorputzen. Aber sonst würde ich ganz normal, wie sie mal wäre, also dumme Sprüche gehen, also wie eine normale Männermannschaft. Also, wir nehmen gar keine Rücksicht auf sie und sie sich das gewöhnt und sie sagt auch, wir sollen normal tun, keine Rücksicht nehmen, das machen wir. Rücksichtslos ist auch das Wetter. Der Schneefall lässt auf dem ungedeckten Eisfeld in Saasgrund kein Training zu. Zeit für Sophie, uns zu erklären, warum sie nicht bei den Frauen spielen will. Grundsätzlich habe ich angefangen mit den Herren und ich habe nie etwas anderes kennengelernt. Und nachher habe ich mal zwei, drei Spiele mit den Damen gemacht, mit der LK, mit Fisp. Und also ich muss ehrlich sagen, das Tempo war halt einfach gerade ein bisschen anders gewesen. Und für meine Ehrgeiz zu erreichen, also was ich kann, und für das Ziel zu erreichen, brauche ich also nicht viel. Sophie Antermatten, die Frau, die das Männer-Eishockey ganz schön durcheinander wirbelt. Ja, und zwar.